Ja, jetzt mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo bei PyroShock. Und zwar, wie ihr seht, heute mal ein paar Reiber im Test. Ja, ein größerer Vergleich mal wieder, ungefähr wie die Knallketten und der Kanonenschlagvergleich. Heute mal Reiber. Ja, ich hatte ein paar mehr Reiber, deswegen habe ich mir gedacht, machst du mal einen größeren Vergleich. Und jo, was haben wir eigentlich alles dabei? Karacho, jeweils die beiden Versionen von Weco. Sachsen-Feuerwerks-Logo hinten drauf. Und eben das ältere Weco-Logo sind eigentlich die identischen Reiber, nur andere Farbe. Der Sachsenknaller, Sachsen-Feuerwerks-Logo, auch noch recht gut verarbeitet, muss man sagen. Deutscher Kracher von Weco, ebenfalls mit Sachsen-Feuerwerks-Logo, kann man auch noch nicht meckern. Der Silberknaller, laut vielen Tests mit der beste. Schon das Übergangslogo von Weco, Sachsen-Feuerwerks-Logo drauf. Harzer Knaller, wie ich finde, gab es ja in der Sommeraktion für einen guten Preis bei der Vitrine. Habe ich mir ein paar mitgenommen, weil davon steckt man sich zwei, drei Packungen in die Tasche an Silvester, auch wenn ich nicht der Böller-Typ bin. Hast eine Reibefläche dabei, hast 20 Knaller jeweils dabei und ja, die sind auch relativ gut, können auch mit Pyros und Abelon gut mithalten, ja. Der Great Bang von Weco kennt eigentlich fast jeder, diese länglichen blauen Petarden, genauso wie diese Pyro-Petarden, sind eigentlich fast dieselben Produkte, nur die eben etwas neuer und ranziger, wie ihr auch im Test sehen werdet. Harzer Knaller von Nico mit dem Mocha. Auch noch, ja, ganz okay. Reibkopfknaller von PyroArt mit 0,5 Gramm NEM pro Stück. Die sind, naja, 0,5 Gramm eben. Ja, dann haben wir hier noch zwei besondere Tests. Und zwar der Piccolo Corsair von Weco. Auch noch älteres Warnzeichen. Ein österreichisches Produkt. Blitzknallsatz natürlich. Hatte ich auch schon öfters im Test. Und der FIMA Mer FIA Mifero. Oder ja, irgendwie, ich glaube, das ist ja, italienisch. Müsste das sein. Sind wahrscheinlich auch Blitzknaller, wenn ich mich nicht irre. Die, also wer mein letztes Unboxing verfolgt hat, hat bemerkt, ich habe die geschenkt bekommen, deswegen ich teste jetzt einfach mal. Ja, dann haben wir noch was mit Blitzknallsatz, und zwar der Weco Corsair. Ist ja ein Made in Germany Produkt angeblich, allerdings nicht in Deutschland zu haben, weil eben Blitzknallsatz, der 13.9er natürlich. Wir haben den Piraten, haben wir den Mukan drauf. Wir haben den Komet Schweizer Kracher. Wir haben, also das sind jetzt meine Einzelstücke, davon habe ich keine Packung wie hier. Wir haben den Feistel Kobold. Wir haben den Komet Schwärmer A. Der schwärmt allerdings nicht mehr, heißt nur noch so. Wir haben den Feistel Schwärmer A. Da könnte man vielleicht sogar, ne, ich glaube, der schwärmt auch nicht mehr. Das sind auch schon die neueren. Wir haben einmal die FF Pedade. Die neuere mit schwarzer Schrift. Es gibt ja noch die mit grüner. Dann haben wir das einzige im Test, was ich mit dem Feuerzeug anmachen muss, die Nico Spezialpetarde, weil der Reibkopf fehlt. Das ist diese B-Ware von der Vitrine gewesen. Knallt aber trotzdem genauso gut. Wir haben den, die Komet-Petarde und wir haben den bekanntesten eigentlich, den Komet Thundercracker A oder auch Kanonenschlag A. Einer der besten Kanonenschläge in der Größe, wie ich finde. Richtig laut und richtig gut verarbeitet noch. Ja, wie gesagt, ein paar fehlen. Der FF-Knaller von Feistel zum Beispiel und die Nico Böller A und B Reibkopf, davon habe ich leider nur zwei Stück und die sind schon, ich sag mal, reserviert. Aber ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video und ja, mal schauen, wie die sich so schlagen. So, kommen wir zum Reibervergleich. Ich stelle mich hier auf die Reibfläche, um sie vielleicht versuchen zu zünden. Wir fangen an mit dem Reibkopfknaller von PyroArt. Ja, mit einer Hand ist das Reiben nicht so einfach. Alles an. Ah, lauter als Knallerbse. Ja, der war ja mal richtig laut. Der Great Bang. Der hatte schon mehr Bums. Der gelbe Karacho. War nicht so roter Karacho. Brauchen aber lange immer, bis sie zünden. Ja, auch nicht mehr das Wahre. Ja, machen wir hier einfach mal den Silberknaller von Weco weiter. Wie gesagt, sieht oder ist dasselbe Design wie die Petarden. Ja, aber nur minimal lauter. Der V-Knaller. Schon besser. Deutscher Kracher. Nett. Der Harzer Knaller von Silberhütte.
Na. Jetzt war er nicht mehr. So. Die puffen vorne, glaube ich, alle nur raus. Der Sachsenknaller, Original Sachsenknaller. Zündet auf jeden Fall gut. Also alle nicht, das war. So, die machen wir zum Schluss. Machen wir weiter mit dem Kobold von Feißel. Auch ein relativer Verpuffer. Ups, nicht rekorden hier. Der Komet Schweizer Pirat. Oder Schweizer Knaller. Na, ah, die haben alle so einen dunklen Bums. Der Piratknaller von Nico mit Luca. Ah, das war ein richtiger Verpuffer. So, dann haben wir hier den Feißel Schwärmer A. Der wird nicht mehr schwärmen. Er versucht es zwar, aber. Dafür aber noch ganz in Ordnung von der Lautstärke. Schwärmer A Komet. Der wird auch nicht mehr schwärmen. Naja, da kommt auch nicht mal ein Goldring raus oder so. Feißel FF-Pedale. Sollen ja mit die besten sein. Lautstärkemäßig ganz okay. Machen wir weiter mit der Komet-Petarde. Ja, Komet-Petarde. Wow. Boah, richtig schön dumpf und richtig laut. So, Moment. Machen wir mal weiter mit der Nico B-Ware, sag ich mal. Mit der Spezialpedale. Die soll noch ein Stück lauter sein. Lock dies an. Wow. Der war gut. Komet Thundercracker A mit der Beste. Da kommt die Bahn schon wieder. Das Ding kann sich echt noch Kanonenschlag nennen. So, dann haben wir hier den Veko Corsair 1309. Blitz. Merkt man, dieses komische spanische Teil. Italienisch. Na, eher leise. Und der Piccolo Corsair. Ist aus. Moment. Dafür hat mein Ersatz. Die haben gerne mal eine lange Verzögerung, aber so lange glaube ich nicht. Da raucht aber auch nichts. Doch. Na gut. Die haben relativ wenig Blitz. Ja, klarer Gewinner natürlich der Corsa 1309. Aber ich würde mal sagen, Thundercracker A, Nico, Spezialpetarde, glaube ich, war das. Und die Komet-Petarde war wirklich. Habe ich Komet gesagt? Nico-Petarde. Das wären wirklich mit die Top-Dinger hier, was Schwarzpulver angeht, ja. Aber ansonsten, aktuelle Reibkopfböller für den Arsch. Damalige waren nicht wirklich viel besser. Wer die Harzerknaller aus Silberhütte bekommt, sollte da vielleicht noch ein paar Knaller nehmen. Die sind auch ganz in Ordnung, weil das Gute an denen ist auch, die haben hier hinten noch eine Reibfläche dran. Wenn man hier die Lasche abreißt, hat man immer gleich ein paar Reiber plus Reibfläche in der Tasche. Kein Feuerzeug, ja. Ansonsten war es das erstmal mit dem Vergleich von mir. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ja. Jetzt noch viel Spaß bei vielleicht weiteren Videos von mir.